Hallo, guten Morgen, meine Lieben. So, da kommen wir mal nochmal zur normalen Tageslegung. Das ist ja immer eine zeitlose Legung. Wisst ihr ja, ne? Also das muss nicht heute eintreffen. Ich habe schon mal eine Karte aus dem Licht- und Schattendeck gezogen, ne? Wo wir mal gucken, wie die Energien heute sind oder die nächste Zeit, ne? Ihr wisst ja, es muss nicht heute in Erfüllung gehen, ne? So, jetzt nehme ich aber hier das Buch zur Hilfe, weil das kann ich mir nicht alles merken, ne? So, da habe ich hier den Engel der Toten, Übergänge ins Reich der Geister, 1 und 6 sind 7, 7 ist die göttliche Zahl, ne? Bei einer Orakeldeutung heißt der Engel der Toten vor allem, dass du dich jetzt mit dem beeilen sollst, den Zweck deines gegenwärtigen Lebens zu erfüllen, ne? Ja. Also der Engel spricht nicht nur vom vergangenen Leben, sondern auch von der Wahrheit, dass man ein neues Leben bereits aktivieren kann, während man noch auf der Erde lebt. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass du stirbst, ne? Um den Zweck und Vertrag deines Lebens zu erfüllen, ist es nicht notwendig, jetzt, dass du jetzt da hinscheiterst, ne? Du musst nicht erst fortgehen, um neu anfangen zu können. Das Leben ist auch so ein dauerhafter Schaffensprozess und du bist jetzt an einem Punkt, an dem du ein altes Muster abändern kannst, ne? Du bist scheinbar in einem Leben, wo dir nicht mehr gefällt und wo nicht dein Leben ist, ne? Ja, ohne dass du dieses Leben beendest, ne? Energie ist Wandel und der größte Umwandler ist nicht länger der Tod. Der Engel kommt zu dir, damit du die Furcht vor der Sterblichkeit ablegst. Vielleicht bist du ja krank wie ich und hast ein bisschen Angst, ne? Ja, du sollst damit beginnen, dich in ein neues Leben hineingleiten zu lassen, ne? So, als nächstes habe ich noch die Lenormand. Wo sind denn die her? Piatnik. So, also Siegkarte von der Natrin Breitenstein. Und die am Arsch vorbei geht auch ein B-Karte von der Alexandra Reinhardt. Gucken wir mal, was ist denn heute wichtig? Heute regnet es schon. Den ganzen Tag bei uns, mir ist auch nicht so gut. Ne? Ja, zu viel Stress im Namen Gottes. Was ist denn heute am Freitag wichtig für Seelenkollektiv? Dein Seelenpartner. Ein Seelenpartner, dass etwas fließt, eventuell auch Geld. Ne? So. Das sind scheinbar Blockaden, ne? Hier wirft hier irgendjemand Steine in den Weg, dass du deinen Seelenpartner kennenlernen kannst oder mit Geld, ne? Ja, du gehst aber trotzdem in die Erfüllung, in deine Wunscherfüllung, alles wird gut, die göttliche Fügung wird greifen, ne? Du kriegst auch Klarheit über eine Situation, ne? Aber hier blockiert jemand deinen Weg, dass du deinen wahrhaften Seelenpartner kennenlernen kannst. Wahrscheinlich eine toxische Person. Ja, es dreht sich auch um deine Arbeit, die wird scheinbar auch blockiert. Ne? Ja, es soll sich aber hier etwas verankern und sicher gemacht werden. Ne? Ja, nicht unbedingt mit der Arbeit, sondern deine Wunscherfüllung. Ne? So, hier soll sich was verwurzeln. Du sollst deinen Platz im Leben finden. Ne? Mensch, leg mal die Karten richtig hin, damit sie auch alle hingehen. Ja, hier soll sich etwas gut entwickeln. Also hier breitet sich jemand in deinem Leben zu viel aus, sodass kein Platz mehr für dich ist. Ne? So, aber es soll sich etwas für dich gut entwickeln. Du sollst deinen Platz im Leben finden, in deine Wunscherfüllung gehen, deine Berufung machen und den Seelenpartner kennenlernen. Ne? So, da bist du auch als Fragesteller gefallen. Guck auf dich. Ne? Ja. Im Namen Gottes. Was kommt denn noch? Ja, Streitigkeiten, wahrscheinlich mit einem toxischen Partner, ne? Oder jemand, der wo ja keinen guten Charakter hatte, extrem unfreundlich ist oder so. Aber da kommt es zur Reinigung, ne? Weil die Routen, die sind ja auch dafür da, dass Ordnung geschaffen wird, dass etwas die Tür rausgekehrt wird, was nicht gut ist, ne? Ja. Schiff bringt dir auch was, Sehnsüchte, Wünsche, Träume, ne? Schiff bringt dir die Trennung von Negativen, einen Rückzugsort, ne? Von jemandem, der wo deine Grenzen permanent überschreitet. Ne? Das setzt du Grenzen. Ne? Also wir haben immer noch diese negativen Leute da liegen. Ja,
Trennung aus einer Beziehung, wahrscheinlich toxische Beziehung. Du bist an etwas oder jemanden gebunden. Kann sein, dass der dich auch nicht loslässt, ne? Ja, das ist halt wie wenn ein Ehering zu klein ist, ne? Und du kriegst ihn nicht mehr ab, ne? So funktioniert das ungefähr mit diesen Leuten, ne? Ja, da drehst du dich nur im Kreis, ne? Und das wahrscheinlich schon jahrzehntelang, ne? Oder das ist eine Ex-Beziehung, ne? Ja. Aber in diese Beziehung kommt eine Veränderung rein, ein positiver Wandel, ne? Ja. Also da kommt es wahrscheinlich zur Trennung von einer Beziehung mit jemandem toxischem, mit jemandem, wo du nicht glücklich bist, eventuell sogar wie ich krank geworden bist, da kommt jetzt eine Veränderung rein, ne? Ja. Weil du sollst ja in deine Wunscherfüllung und deinen Platz im Leben finden, ne? Diese Veränderung, ja, die ahnst du vielleicht schon, die ruft ein bisschen Ängste in dir hervor. Aber hier geht's auch wieder um deine Sehnsüchte, Wünsche und Träume. Kann sein, dass du wie ich ein medialer Mensch bist, ne? Und dass du auf deine Intuition immer hören sollst, ne? Ja, weil es geht darum, dass du wieder in deinen Frieden und in deine Harmonie gehst, ne? Ja, hier dreht sich auch um die Familie, ne? Ja. Ja, hier könnte jemand aus der Vergangenheit zurückkommen oder du greifst Projekte aus der Vergangenheit wieder auf, ne? Ja, hier geht's aber auch um jemanden, weil es direkt unter der Streitigkeitskarte liegt, ne? Wo sich mit dir Machtkämpfe abhält. Also da weiß ich, wie das ist, ne? Diese toxischen Leute, die wollen immer Macht haben, die sind unfreundlich, ne? Ja, also mit denen kann man nicht in Ruhe und Frieden leben. Da fällt mir immer das Sprichwort meiner Oma ein, ne? Es kann der Beste nicht im Frieden leben, wenn es dem Bösen nicht gefällt. Da zeigst du deine Krallen aber, ne? Ja. So, hier geht aber auch etwas vorwärts, ne? Ja, es geht vorwärts mit deinen sehnsüchtigen Wünschen und Träumen, ne? Das kann auch dafür stehen, dass ein neuer Partner kommt, ne? Vielleicht wartest du auf den schon sehnsüchtig und dann gehst du in dein Glück, ne? Ja, da kommt eine positive Phase, kommt auf dich zu, du trennst dich von Negativen, vielleicht sogar zusammen mit einem Seelenpartner, ne, und gehst in den Neuanfang. Und dieser Neuanfang, wo es in kleinen Schritten vorwärts geht, ist schicksalshaft. Du bekommst schicksalshafte Menschen geschickt, ne, ja, auch den schicksalshaften Seelenpartner, ne. Kann sein, dass du dich im Moment noch in einer Krise befindest, was die erste Karte ja auch aussagt, ist, dass du jetzt deinen Lebenszweck und das, was wirklich für dich bestimmt ist, haben sollst, ne? Ja. Also hier greift das Schicksal ein, ne? Schicksalshafter Neuanfang und der kann ziemlich plötzlich kommen, ne? Hier werden Schwierigkeiten gekürzt, ne? Schwierigkeiten, Komplikationen, also eine falsche Person kommt weg. So. Jetzt habe ich doch ein bisschen mehr gezogen, wie ich wollte. Gucken wir mal weiter, ne? Ja, diese negativen Leute, die sind schrecklich, ne? Die hängen sich auch an einem dran, die lassen dich nicht mehr los, ne? Ja, du möchtest auch diesen Neuanfang und der wird auch kommen. So, was ist denn heute noch wichtig für uns, liebe geistige Welt? Ja, ich habe auch den Schmetterling hier liegen, der steht auch für Veränderungen, ne? Du hast dich auch selbst verändert, ja. Ja, du suchst einen Ort, wo du dich zu Hause fühlst, einen Heimathafen. Das kann auch bei einem anderen Menschen sein, dass du mal Privatsphäre hast. Das sagst du ja bei diesen toxischen Leuten gar nicht. Die breiten sich ja so aus, schubsen dich ja überall auf die Seite, ne? Du möchtest dir eine Oase der Ruhe erschaffen, ne? Ja, der eine tut vielleicht renovieren oder dekorieren oder zieht um, ne? Ja, das Ganze gestaltet sich aber sehr langsam, ne? Hier haben wir die Geduldskarte. Also für dich sind es im Moment kaum spürbare, sichtbare Veränderungen. Ne? Außerdem hast du jemanden eventuell daheim hocken oder hattest mit jemandem zu tun. Ja, der wo so, ich wohne oben bei Mutti, ne? Wo so ewig sich überall da so drangekrallt hat. Ne? Ja. So, wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Aber wir haben ja gehört, du kommst in einen glücklichen Neuanfang, der wohl schicksalshaft ist. Oh ja, Schlaraffenland, du kommst in die Überfülle, in die Glückseligkeit, in deinen Wohlstand, innerlich wie äußerlich, in deine Wunscherfüllung, das ist die Jokerkarte. Und wenn du natürlich ein sehr negatives Leben hast oder toxische Leute um dich, ne, dann hast du natürlich auch Sehnsucht nach Verbesserung, ne?
Ja, die sind auch furchtbar, ne? Bei denen musst du so helle Welt spielen, ne? Ja, du hast so Mädchenträume, manchmal Wunschdenken gehabt, ne? Wie du diese Leute kennengelernt hast, so ein bisschen Traumtänzerei, ne? Ja, da warst du blind vor Liebe, ne? Ja, aber das ändert sich. Hier lernst du eine Liebe kennen, die wächst. Du vertraust auch auf die Liebe, ne? Der Baum der Liebe. Du möchtest deshalb werden, eine Familie gründen. Ja, die Hochzeit mit dem richtigen Menschen, ne? Mit dieser toxischen Gans stimmt nicht. Im Namen Gottes. Ja. Ja, du konntest damals nicht widerstehen. Ja, die verlocken dich ja auch, ne? Die möchten dich ja festhalten in ihre Kralle, ne? Da fällt mir immer die Schlange K ein, die wo Mukti da so umwickelt hat. Und der hat da so die Augen verdreht, ne? Ja. Da bist du bewusst ein Risiko eingegangen, ne? Ja. Vielleicht hast du es aber auch mit jemandem zu tun, der wo Alkohol, Tabletten oder Rauschmittel abhängig ist, ne? Ja, am besten die Finger weg. Ja, mit einem sehr arroganten Froschkönig, der wohl keine Versprechen gehalten hat, ne? Der wohl dich ausgenutzt hat, ne? Die müssen aber jetzt Buße tun, ne? Diese arroganten Leute, ja, das sind diese Narzissten, ne? Ja, da kommt es auch nicht zu einem Sinneswandel. Geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Im Namen Gottes. Ja, du hast Angst vor Einsamkeit, das Haus der Ängste. Angst vor dem Unbekannten, was auf dich zukommt. Ne? Vielleicht fühlst du dich wie ich nicht so gut und denkst, wie soll ich einen Neuanfang schaffen? Ja, kann auch sein, dass du ein bisschen so klaustrophobisch bist, Albträume hast, Schlafstörungen hast, ne? Angst vor Dunkelheit. Ich schlafe nachts übrigens auch mit Licht. Ich schlafe immer auf der Couch ein. Ne? Da habe ich immer meine Lieblingsserie hinter dran laufen, mit den Lieblingscharakteren, und da habe ich meine ganzen Salzkristallleuchten an. Ne? Ja. Vertraue aber auf deine Lebensweisheit. Ne? Du bist stark. Ne? Du hast viel Erfahrung gesammelt, bist klug. Ne? Ja, hast einen gesunden Menschenverstand. Ne? Ja. Weil es kommt nämlich jetzt eine Liebesbotschaft auf dich zu. Die große, wahre Liebe, eine richtige Partnerschaft, wo deine Bedürfnisse endlich mal gestillt werden. Ne? Ja, die Überfülle, ne, fällt durcheinander. Ja, es kommt zur Reinigung. Du kannst den Ballast abwerfen. Du steigst wie Phönix aus der Asche wieder auf. Ne? Es kommt zur regelrechten Wiederauferstehung, ne? Wo du deine Kraft und Stärke nochmal kriegst und auch angstfrei wirst. Ne? Ja, weg von diesen Seelenfressern, die dich kontrollieren, die berechnend sind. Und wieder die Narzissten, Soziopathen und Psychopathen. Ne? Die wohl nur Unruhe in dein Leben bringen, ne? Ja, dein Vertrauen zum Beispiel missbrauchen, die stalken. Das kann ja auch ein Ex-Partner sein oder jemand aus der Familie oder aus der Nachbarschaft oder das weißt du selbst am besten, ne? Ja. Ja. Jemand, der wohl sehr neidisch, missgünstig und hasserfüllt ist, Schadenfreude empfindet, wenn er anderen irgendwas zumuten kann, ne? Feindselig ist, boshaft, übellaunig. Den bösen Blick hat, Gerüchte verbreitet und giftig ist. Diese Karte, guckt euch die mal an. Ja, das kann auch ein Mann sein. Ne? Also ich rede ja immer aus der Sicht einer Frau. Männer drehen sich das bitte rum. Ja, aber du gehst in die Überfülle. Der Neuanfang wird kommen. Ne? Ja, du kriegst auch Hilfe dabei. Natürlich musst du dir auch ein bisschen Hilfe suchen. Ne? Ja. Es gibt Menschen, die dich lieben, ne? Und vielleicht sitzt jetzt gerade in dem Moment, wo du denkst, ach Gott, ich krieg einen furchtbaren Menschen da nicht mehr los, ne? Vielleicht sitzt auch gerade dein richtiger Seelenpartner da und hat dieselben Probleme, ne? Im Namen Gottes. Umgekehrt. Ja, jeden Tag gehen wir zig Wege zu Fuß. Währenddessen tippen wir ins Handy, essen etwas oder spielen in Gedanken schon den anstehenden Termin durch. Du sollst bei deinem nächsten Fußweg mal ganz bewusst nur aufs Gehen achten, ne? Ja. Ja, einfach nur den Kopf mal ausschalten. Finde deinen persönlichen Rhythmus. Das kann im stressigen Alltag eine entspannte Phase sein und wird sich gut anfühlen, ne? So, dann sollst du nicht so streng mit dir selbst sein. Heute gilt,
Kauf dir die Schuhe, isst das Stück Kuchen, geh eine Stunde früher an dem Feierabend, gönn dir was, du hast es verdient. Ne? Besonders wenn du ein stressiges Leben hast und viel Verantwortung trägst. Ne? Im Namen Gottes. Ja, behandle dich selbst auch mal genauso, wie du jemanden behandelst, dem wo du liebst. Ne? Meistens behandelt man sich selbst nämlich schlechter. Ne? Und die vier wichtigsten Worte im Leben, einen Scheiß muss ich. Also wenn heute schon wieder jemand dauernd Anforderungen an dich stellt, da sagst du, einen Scheiß muss ich. Ne? Ich gucke jetzt nach mir. Im Namen Gottes ist denn noch wichtig, liebe geistige Welt. Ja, einatmen, ausatmen, glücklich sein, das reicht. Ne? Egal, was andere von dir verlangen, da sagst du, ich atme ein, ich atme aus, ich bin glücklich und das reicht mir jetzt. Ne? Ja. Ja, der Alltagstrott, der kann manchmal nämlich sehr ermüdend sein. Ja, ich habe heute Morgen auch schon wieder Stress durch eine Person gehabt, schrecklich. Ne? Da frage ich mich immer, wie ertragen die sich selbst. Ne? Ja. Ja, da konzentrieren wir uns dann nämlich nur noch auf das, was uns aufregt oder stresst. Ne? Ja. Deshalb, geh heute durch deinen Tag, als wäre alles mal neu für dich. Nimm alle Gerüche, Geräusche und Begegnungen, die wo du hast, bewusst wahr. Den Busfahrer, deine Kollegin, den Kaffee am Nachmittag. Das Leben kann auch schön sein, ne? Ja. So, noch eine Karte. Geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Und Bruder, befasse dich mit einem Neuanfang, ne? Ja, die Geduldskarte. Warten empfinden die meisten von uns als lästige Zeitverschwendung. Besonders wenn wir beim Doktor hocken, eine Stunde, zwei Stunden, dann kommen immer noch nicht dran. Ne? Ja, ob das an der Supermarktschlange, der Bushaltestelle oder vor einer Verabredung mit der immer verspäteten Freundin ist. Ne? Diese Zeit musst du aber gar nicht verschwenden. Ne? Du kannst sie auch als deine Erholungspause betrachten. Aha, habe ich auch noch nicht so gesehen. Beobachte zum Beispiel die Menschen um dich herum und überleg dir, was sie gerade so beschäftigt. Oder schließ einfach die Augen und versuch, alle Geräusche in deiner Umgebung gezielt wahrzunehmen. Ja, um das Leben genießen zu können, braucht es manchmal Momente der Ruhe. Ja, und die hat man bei diesen toxischen Leuten gar nicht mehr. Ne? Ja, so. Meine Karte weigert sich. Jetzt hole ich mal die Würfel. Ja, hier hast du es mit einem Drachen zu tun. Ne? Jemand, der wohnt dich in seiner Höhle, sobald du die Höhle verlassen willst. Ne? Ja, jo, da kommt der Feuerstrahl. Ne? Jemand, der wohnt dich festhält. Ne? Dieser jemand weiß aber wahrscheinlich, dass du in einen Neuanfang ohne den willst. Ne? So beweist du selber mal ein Drachenherz. Sei mutig. Ne? Mutig. Ne? So, die geistige Welt in dem Kontakt mit dir auf. Die möchte haben, dass sich dein Schicksal erfüllt. Ne? Hör auf deine Intuition, die schickt dir Botschaften, eventuell über Lieder, ne? Dass du zu deinem Seelenpartner kommst. Ne? Also dein Seelenpartner soll jetzt auf dich zukommen, ne? Schicksalshaft. Ja. Im Namen Gottes. Ja, hier kommt eine Nachricht. Ja. Eine wichtige Botschaft, vielleicht wichtige Dokumente oder ein Liebesbrief, ne? Ja. Ja, hier haben wir wieder das Schloss, hier sperrt dich jemand ein, ne? Ja. Ja, da musst du gucken, wie du den Schlüssel findest, um dich zu befreien, ne? Von diesem Drachen. Springbrunnen, hier fließt was, ne? Hier fließen deine Gefühle, ne? Ja. Es kann aber auch sein, dass hier ein Geheimnis ausgeplaudert wird, wo du rausfinden wirst. Im Namen Gottes. Ja, hier ist immer jemand sehr rabiat zu dir, ne? Der erzwingt alles, geht über Leichen. Also ich habe so jemanden um mich, die sind ganz schrecklich, ne? Die erzwingen alles, die gehen über Leichen, ne? Die sind sehr rabiat, die nehmen keine Rücksicht, ne? Ja, die stellen aber nach außen eine Illusion dar, spielen meistens das Opfer, ne? Ja, da musst du dich schützen davor. So, ich muss heute ein bisschen früher aufhören, Freue mich über ein Like, einen Kommentar oder wenn ihr meinen Kanal abonniert, Glocke aktiviert, damit ihr auch kein Video verpasst. Da wünsche ich euch mal noch einen schönen Tag heute.